So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, oder eigentlich Ramses der Bärtige momentan. Wir haben wieder was Neues entdeckt für euch, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr kennt alle die Firma 4Bro, was glaube ich angefangen hat mit Eistee, 4Bro Eistee, was ich immer noch Honigmelone von 4Bro, beste Eistee-Sorte überhaupt. Alle anderen immer so Wassermelone, 4Bro so Honigmelone, was so weit geht, dass manche schon Wassermelone auf die Verpackung schreiben, aber Honigmelone reinmachen, weil sie gemerkt haben, wie gut Honigmelone bei 4Bro schmeckt. Dann gab es ja 4Bro Limonade, es gab 4Bro Chips, es gab 4Bro Energies, es gab 4Bro Chill Mints, alles hin und her. Jetzt gibt es sogar von 4Bro Cornflakes. Wenn man das, kann man Cornflakes sagen? Eigentlich nicht, oder? Doch. 4Bro Reels. Kennt ihr 4Bro Reels? Schreibt's mal in die Kommentare. Das sind 4Bro Reels. Zwei verschiedene Packungen. Das ist ein Probierpack. Normalerweise kriegt ihr das auch in so einem riesen Pappkarton. Eure Frühstückszerealien. Das ist ein Probierpack, habe ich gedacht, reicht zum Vorstellen. 4Bro Reels Bubblegum Mix küsst Marshmallows. Und 4Bro Reels Choc Peanut Mix küsst Marshmallows. Die möchte ich jetzt beide mal testen. Hab mir auch Milch hier hergestellt. Das Gute ist, ihr habt ja direkt einen Becher, wo ihr die Milch auch reinfüllen könnt und eine Portion habt. Braucht nicht nochmal eine Schüssel extra. 4Bro Reels Bubblegum Mix küsst Marshmallows ist Bubblegum, Erdbeere, Orange mit gefriergetrockneten Marshmallows. Das machen wir jetzt mal auf. Orange, Erdbeer, Bubblegum und alles drin und noch dazu. Dann seht ihr das, wie das hier aussieht, wenn wir hier reingucken. Da fällt schon alles raus. Ihr habt hier diese 4Bro Ringe. Ne, das ist Erdbeer, wa? Ne, das ist Bubblegum. Dann haben wir hier, statt den rosanen Ring, haben wir noch einen orangen Ring. Vielleicht sind das auch zwei verschiedene Ringsorten, weil die einen irgendwie dunkler sind als die anderen, was man jetzt hier kaum erkennt. Wir haben hier die kleinen Marshmallows. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an Fruity Loops. Vor allem, weil das auch halt Ringe sind und weil die halt sehr süß sind. Ihr habt wie immer natürlich hier diese ganzen Codes zum Abscannen. Ihr habt hier Punkte, die ihr sammeln könnt, dass ihr die gegen 4Bro Produkte im Shop eintauschen könnt. Dann rennt ihr irgendwann mit einer 4Bro Jacke rum oder einem 4Bro Schlüpfer oder ihr fahrt ein 4Bro Auto von Bros für Bros. Und jetzt haben wir hier dieses 4Bro Reels Choc Peanut Mix mit Schoko, Peanut Butter und Kokosnuss. Auch aber gefriergetrocknete Marshmallows. Warum haben sie Erdnussbutter nicht hingeschrieben, wenn sie alles andere auch auf Deutsch übersetzen? Peanut Butter machen wir jetzt auch auf. Gucken da rein und hier habt ihr keine Ringe, hier habt ihr Bällchen, wie bei, ich weiß nicht mehr wie es heißt, habe ich früher aber immer gegessen. Wir haben also schwarze Bällchen, Schoko, wir haben gelbe Bällchen, Erdnussbutter, boah, aber richtig krasser Erdnussbuttergeschmack und ja, keine Ahnung. Und Kokos, also hier ist auch so, sieht man halt schlecht, die einen Bällchen sind ein bisschen blasser als die anderen Bällchen von den gelben, das heißt, das eine ist also Erdnussbutter, das andere ist Kokos und dann denke ich mal auch, dass es hier so ist, das eine ist Erdbeer und das andere ist Bubblegum, damit ihr eben drei verschiedene Sorten habt, plus die Marshmallows. Wir füllen mal jetzt auch mal Milch ein. Obwohl der Marshmallow an sich hat jetzt auch irgendwie sehr nach Kokos geschmeckt, aber gleichzeitig auch extrem mega süß. Das scheint also einfach beides zu sein. Das machen wir jetzt ein bisschen hier noch rum. Das zeigt man euch mal von der anderen Seite aus. So, ihr seht jetzt hier einen Becher, ihr seht zwei Becher. Sieht das nicht interessant aus? Auf jeden Fall ein Hingucker. Wenn ihr Kinders habt und sagt, guck mal Kinders, und dann sagen die Kinders, jo, und dann freuen sich alle. Das ist sehr schön. 4Bro. Bubblegum, süße Blöre, gemischt mit Milch zum Frühstück, da freut sich doch jeder. Ja, ich muss sagen, ja, bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. So,
Auch wenn ich schon ewig keine Cornflakes oder sowas mehr gegessen habe. Ich fand auch diese Zinni-Minis fand ich immer gut. Mit Zimtgeschmack. Haben mir sehr gut gefallen. Oder halt diese diese gelben Bällchen. Diese gelben Maisbällchen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Smacks war was anderes. Die normalen Kelloggs waren was anderes. Fruity Loops war was anderes. Es gibt ja so viel Zeugs. Diese ganzen Schoko-Dinger. Nee, Schoko Crispies, Schoko haben ja alles nicht, auch die Frosties, nee, also ich hatte immer diese spezielle Sorte. Ich glaube, da war eine Biene drauf. Da war eine Biene und das waren runde gelbe Kügelchen, auch ganz zart irgendwie, so richtig puffig. Das fand ich richtig toll. Die Milch hier färbt sich auch schon rosa, sieht jetzt auch aus wie eine Erdbeermilch. Wir hauen uns jetzt mal hier einen Löffel rein. Mega knusprig, mega crunchy, richtig lecker, richtig frisch. Auch nicht warten, bis alles aufgeweicht ist, sondern so essen. Kurz nachdem die Milch drin ist, dass es eben ein richtig schönes Knusper-Feeling ist. Warum schmeckt man auch deutlich plötzlich die Orange raus, obwohl die Orangendinger eigentlich am wenigsten sind. Es ist süß, es ist zuckrig, aber es schmeckt irgendwie verdammt gut. Es ist auch sehr fruchtig, gerade durch diese Erdbeernote noch dazu, finde ich, ist das eine gute Kombination. Seht ihr nochmal, ein richtig schöner, bunter Mix. So, jetzt wollen wir gleich die anderen aber auch mal probieren. Ich merke, hier fühlt es sich schon an, als wäre da viel, viel mehr drin. Liegt aber daran, dass diese Ringe haben halt Löcher in der Mitte, da läuft die Milch einfach durch. Das hier sind alles Bälle. Die saugen sich irgendwie richtig voll. Und dann ist das richtig brutal. Das Wasser hier, die Milch wird auch ein bisschen bräunlich schon. Nehmen wir uns mal hier einen ganzen Löffel raus. Ja, okay, kann man essen, aber mir gefällt Bubblegum deutlich besser. Ich bin nicht so der Schoko-Fan, so extrem. Wäre es jetzt Schoko-Banane, wäre es vielleicht wieder was anderes. Da ist eine Schokoladennote, passt. Du merkst extrem deutlich diese Erdnussbutternote und da spalten sich wieder die Nationen. Die einen finden Erdnussbutter mega eklig, die anderen feiern das übelst. In Amerika, jeder hier immer Erdnussbutter-Sandwich, sonst was. Und da ist auch diese Kokosnote noch dazu. Schon allein aber das Erdnussbutter und Kokos in einem, weiß ich nicht, passt für mich nicht so, für meine Geschmacksnerven. Ist interessant, ist exotisch, sollte man auf jeden Fall mal probieren, wenn man auf Exotisches steht. Wer auf Erdnussbutter steht, wird ja ganz auf seine Kosten kommen. Wer auf Kokos steht, hat bestimmt auch nichts gegen Erdnussbutter an sich. Ich finde, ist okay, kann man essen. Aber mir gefallen deutlich natürlich hier Erdbeer, Orange, Bubblegum. Einfach süß, süß, knusprig, lecker. So ein kleiner Becher zum Frühstück passt. Der hier ist eher sehr orientalisch angehaucht. So, Adi ist jetzt auch schon gekommen. Wir wollten auch mal gucken, was es gibt. Habt ihr die schon mal probiert? Kennt ihr 4Bro, die Firma? Welche 4Bro-Produkte habt ihr schon getestet? Hattet ihr die Limonaden? Hattet ihr die Eistees? Hattet ihr die Chips? Hattet ihr den Energy? Oder habt ihr jetzt hier diese Frühstücksserialien getestet? Schreibt es mal rein. Gibt es vielleicht sogar noch andere Sorten außer die zwei? Ich weiß es nicht. Ihr sagt's mir. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.